Raus jetzt hier. Raus. Ich würde ihn lieber nicht anfassen. Raus mit dir. Und wie geht der neue Job? Du zuerst. Toll. Aber manchmal kommt es mir vor wie ein Betrug irgendwie. Als ob die Schulräte plötzlich bemerken könnten, dass ich im Grunde völlig unfähig bin. Naja, wahrscheinlich fühlt sich jeder mal so. Außer so ein waschechter Profi wie du natürlich. Deswegen bin ich auch hier. Ich bräuchte mal deinen professionellen Rat. Kein Problem. Worum geht's? Um eine Freundin von mir. Es könnte sein, dass sie zu viel trinkt. Sie macht bestimmt eine schwierige Zeit durch. Und? Sie will mich später auf ein Glas treffen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Triff sie nicht auf ein Glas. Das wäre ein guter Anfang. Aber es kommt doch ganz darauf an, wie man sowas angeht. Du musst einfühlsam sein und den Patienten ab und zu auch mal zuhören. Ja. Das ist mir ja noch nie eingefallen. Martin! Was? Was mache ich eigentlich falsch? Immer wenn ich dich anspreche, machst du zu. Und dann zweifle ich an mir. Obwohl du vielleicht die Zweifel haben solltest. Womöglich wärst du dann nicht so unnahbar und die Leute würden sich gern deinen Rat anhören. Das würde dir nicht nur bei deiner Arbeit, sondern... Wenn du dich in meiner Arbeit so gut auskennst, dann weißt du ja genau, was du deiner Freundin sagen musst, wenn du dich mit ihr auf ein Glas triffst. Vielen Dank, dass Sie sich alle zugeschaltet haben bei Radio Hallinger Land. Und hier bin ich wieder, Ihre Heideline Kapell mit den neuesten Nachrichten, aktuellen Trends und Interviews. Hier bei mir im Studio ist heute ein einfacher Junge aus unserem Ort, der es im fernen München zu einem erfolgreichen und hochgeschätzten Architekten gebracht hat. Herzlich willkommen, Erik Honsberg. Ist mir ein Vergnügen, Heidelinde. Schön, dass Sie hier sind, Erik. Sie sind ja, wenn ich richtig informiert bin, nach dem Abi nach London gegangen, um an der Royal School of Architecture zu studieren, bevor Sie sich dann in München selbstständig gemacht haben. Naja, dazwischen habe ich noch 2 Jahre als Entwurfsarchitekt in Frankfurt gearbeitet. Tja, und jetzt wandle ich gerade mal auf den Spuren meiner Kindheit. Und können wir Sie überreden, bei uns in Neuharlinger See zu bleiben? Also wenn das jemand könnte, dann nur Sie, Heidelinde. Aber ich bin in München gerade an ein paar wirklich großen Aufträgen dran. Schade. Aber wir können uns glücklich schätzen, dass wir es geschafft haben, Sie in unsere Show zu holen. Anlässlich unserer Einverschönerungswoche. Und nun machen wir weiter mit ein paar musikalischen Perlen aus unserer Heimat. Morgen. Können wir das bitte abholen? Nehmen wir diese Versicherungskarten überhaupt? Was? Neue Patientin. Wir haben noch geschlossen. Ich hatte keinen Termin, da dachte ich, komme lieber etwas früher. Dann muss ich Sie ja wohl gleich dran nehmen. Ja, meine Mutter. Drehen Sie das doch mal lauter. Der Kaffee tut Ihnen sowas von nicht gut. Ins Haus Nikolai. Sie ist sehr glücklich dort. Und im Moment bauen Sie ihr als Elternhaus um, ja? Nun ja, hat sie genuschelt? Vielleicht etwas sie zittert eben gerne ein. Was? Ich mache im Moment erstmal eine Bestandsaufnahme. Verzeihung, soll ich vielleicht später nochmal wiederkommen? Nein, kommen Sie mit. Ich bin mir ganz sicher, dass unsere Hörer ganz schrecklich neugierig sind, was Sie uns zum Thema Gebäudesanierung zu sagen haben. Naja, eigentlich ist es nicht mehr als ein paar Eimer frische Farbe. Es ist nämlich so, Heidelinde, wenn Sie ein Haus verkaufen wollen, müssen Sie es selbstverständlich mit den Augen des potenziellen Käufers betrachten. Halten Sie die Farben neutral. Dankeschön. Ihr BMI ist 18,5. Ist das gut? Liegt im Normbereich. Prima. Also dann? Gut, ein paar Fragen hätte ich noch. Hatten Sie oder jemand aus dem engeren Familienkreis eine der folgenden Krankheiten? Diabetes? Nein. Herzbeschwerden? Nein. Epilepsie? Auch nicht. Arthritis? Doktor, ich wollte einfach nur den Sehtest machen, damit ich mich für den Führerschein anmelden kann. Es tut mir leid, wenn ich Ihre kostbare Zeit vergeude, aber jeder neue Patient wird hier gründlich Also in der Bücherei hatte ich meine Karte innerhalb von 5 Minuten. Herzlichen Glückwunsch. Sollten Sie jemals im grauen Stahl erkranken, wird die neue Büchereikarte sicher von großem Nutzen sein. Andere Erkrankung der Herzkranzgefäße. Nein. Gicht? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß. Der arme Kerl. Muss sich von dieser alten Schnelle anbaggern lassen. Und das auch noch live im Radio. Echt fies. Ey, die ist doch schon scheintot. Da kommt's mir echt. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich weiß.
Paula? Aber der Erik hat immerhin nicht. Ja? Haben Sie die Patientenliste von heute Vormittag? Ja. Naja, jedenfalls dachte ich irgendwie, der Erik. Kann ich sie haben? Ich rufe dich gleich zurück. Jetzt. Vielen Dank. Bitte sehr. Herr Hopf, kommen Sie doch rein. Bin früh dran. Ich hoffe, das macht nichts. Oh Gott. Mir leid, Liebes. Tut mir wirklich leid, Doktor. Ich weiß, ich rieche. Die Leute sagen es dauernd. Manchmal rieche ich sogar selbst. Kommen Sie, hier lang. So, Herr Hopf, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Machen Sie bitte den Mund auf. Lieber nicht, Doktor. Ich glaube nicht, dass es der Atem ist, aber ich brauche einen Abstrich vom Rachen. Tut mir echt leid, Doktor. Darum bin ich auch so früh. Soll doch keiner neben mir warten müssen. Ist schon in Ordnung. So, Herr Hopf, abgesehen von dem Geruch, konnte ich keine Anzeichen einer Erkrankung erkennen. Weder Ihre Mandeln noch das Zahnfleisch sind entzündet. Eine atrophische Rhinitis schließe ich aus. Wir müssen mal sehen, was uns der Abstrich so bringt. Vielen Dank. Jedenfalls in der Zwischenzeit möchte ich die ganze Sache einmal grundsätzlich angehen. Das heißt? Nun, ein paar Anrufe in aller Ruhe. Und am Nachmittag kommen Sie wieder. Und dann will ich mir das Ganze mal richtig anschauen. Ach, Doktor, seit ich allein bin, ist nichts mehr, wie es war. Wann starb denn Ihre Frau? Meine Frau? Wieso? Nein. Ich meine, seit Freddy weg ist. Freddy? Mein Kanarienvogel. Der ist mir vor 2 Wochen und 3 Tagen entflogen. Ich hab's geliebt, das Vögelchen. Der konnte den Anfang von, wie heißt das Stück nochmal? Herr Hopf, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Freddy konnte das aus dem FF. Moin. Warten Sie auf den Bus? Natürlich tun Sie das. Machen Sie hier Urlaub? Nein. Ich habe mir im Ort gerade eine Wohnung angemietet. Das tatsächlich? Das ist ja toll. Also, ich meine, das ist gut. Ich bin Polizeichef Dononelli. Also Mark, der örtliche. Aha. Gina Lombard. Sehr erfreut. Ja, also, okay, gut. Prima. Wenden Sie sich bitte jederzeit an mich, wenn Sie... willkommen in Neuharling Asyl. Entschuldigung. Es ist nur... Heute fährt gar kein Bus mehr. Oh. Immer eine halbe Stunde vor dem Essen, ja, Herr Radberg? Ja. Ah, und Sie meinen, die helfen? Nein, die habe ich Ihnen nur zum Spaß verschrieben. Heidelinde, gut, dass Sie mal vorbeikommen. Haben Sie einen Moment Zeit? Nein, ich brauche nur ganz schnell so ein Rezept. Sicher kann Paula mal eben. Kommen Sie bitte. Ich habe wirklich jetzt keine Zeit zum Plaudern. Ich parke jetzt ganz schlecht. Hier entlang. Ich brauche doch nur schnell so ein Mittel gegen so eine hartnäckige Sache. Ich will Sie damit gar nicht behelligen. Normalerweise gehe ich damit direkt in die Apotheke zu Frau Tadex, aber diesmal hat die sich ganz schön angestellt. Frau Tadex hat gut daran getan, Sie mit einer hartnäckigen Sache zu Ihrem Hausarzt zu schicken. Was für ein Medikament war das?
Das war, war es das jetzt? Fluconazol, glaube ich. Pilzbefall. Ja, es war jetzt das dritte Mal. Also diese Frau ist eine derartige Wichtigtuerin. Gut, vielleicht war es das vierte Mal. Was ist denn jetzt? Jetzt parken Sie erstmal Ihr Auto um. Ich habe keine Zeit. Heute Nachmittag haben wir vielleicht noch Termine. Ich habe heute keine Zeit. Jetzt machen Sie mir doch einfach dieses verdammte Rezept klar. A, es ist nicht meine Art, Rezepte klar zu machen, wie der verdammte noch sonst welche. Und B, ich möchte Sie untersuchen. Und zwar heute. Oder morgen früh. Scheint so, als bräuchte ich einen Termin für morgen. Scheint so, als müsste ich einen für Sie machen. 14 Uhr oder 14:30 Uhr? Ich nehme den um 14. Zumindest bist du nicht schwer zu finden. Sag mal, der Wagen steht da, als ob ihn ein 12-Jähriger geparkt hat. Der blockiert die ganze Straße. Ich dachte, ich wäre in 30 Sekunden raus. Wir waren verabredet. Verzeihen Sie, aber dies hier ist eine Arztpraxis. Ich habe auf dich gewartet und mir die Beine im Bauch gestanden wie ein kompletter Idiot. Ja, es tut mir furchtbar leid, Albert, aber können wir das nicht... Fass mich nicht an! Paula? Albert, ich glaube, das ist nicht der richtige Ort. Stimmt! Der richtige Ort wäre unser Treffen gewesen, Heidelinde, aber du bist nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht. Ist das der Alkohol? Ja, Albert, ne? Ich hab... Wieso kommst du... Albert, bist nicht mehr du selbst. Natürlich bin ich... Ich bin natürlich nicht mehr... Was? Ich hab sowas von satt! Für mich war's das. Ich bin raus. Ruf an wegen der Post. Wenn ich Sie wäre, meine Liebe, würde ich hier nicht so stehen bleiben. Ach ja? Und wenn ich Sie wäre, dann würde ich mich bei Tageslicht nicht auf die Straße trauen, mein Lieber. Heidelinde! Das ist großartig, echt. Das ist gar nicht großartig. Mark, kann ich Sie kurz sprechen? Oh, moin, Doktor. Geht's gut? Ich wollte Sie mal nach Ihrer professionellen Meinung fragen. Feldenkrais. Für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Entdecken Sie sie wieder, die angeborene Fähigkeit, sich graziös und gewandt zu bewegen. Mark. Guten Tag. Doktor? Hallo. Hallo. Können wir vielleicht da hinten? Ja, klar. Hoffentlich nichts Dringendes. Nein. Es ist nur, weil Sie sagten, falls ich etwas brauche. Und ich bräuchte einen guten Fahrlehrer. Mark, ich muss Sie sprechen. Natürlich. Ich bin in 5 Minuten bei Ihnen. In 4. Mann, oh Mann, wie finden Sie die? Verzeihung? Ich glaube, heute ist der Tag, an dem ich mal ausprobiere, ob mein Spezialduft hält, was der Beipackzettel verspricht. Pheromone. Mark, Heidelinde hat eventuell ein Alkoholproblem und fährt trotzdem weiter mit dem Auto. Ich verstehe. Sie hat morgen bei mir einen Termin. Und ich bin in Sorge, dass sie sich und andere in der Zwischenzeit gefährden könnte. Ich kümmere mich drum. Riechen Sie was? Ich rieche gar nichts. Was meinen Sie damit? Ich kümmere mich darum. Ich brauche natürlich Beweise oder ein glaubwürdiges Verdachtsmoment. So will es die Straßenverkehrsordnung. Sie könnten ja auch ein verärgerter Nachbar sein, der Sie anschwärzen will. Ein Querulant. Ich bin Ihr Arzt. Oh ja, natürlich. Ich nehme Trunkenheit am Steuer auch sehr ernst. Sagen Sie, ist die Single? Was meinen Sie? Marc, da draußen läuft eine Person frei herum, die für sich und andere eine immense Bedrohung darstellt. Sie sind Polizist. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie eine entsprechende Maßnahme ergreifen. Entschuldigung, dass ich Sie habe warten lassen. Ich bin Marc. Ja, Gina. Gina Lombard. Hallo, Gina. Schöner Name. Ja, also wenn man auf dem Land lebt, muss man natürlich Auto fahren können. Klar. Wem sagen Sie das? Lassen Sie mich mal überlegen. Da gab es natürlich die Fahrschule von Gerd Benz. Aber der ist letztes Jahr in Rente gegangen. Und jetzt, Sie werden nach Jever gehen müssen. Es sei denn, Sie würden mit jemandem vorlieb nehmen, der schon ein bisschen aus der Übung ist, aber ist jetzt eine ganz verrückte Idee, aber rein zufällig habe ich vor Jahren auch eine Lizenz zum... Sie sind Fahrlehrer? Naja, nur aushilfsweise. Also kleiner Nebenjob quasi.
Wie gesagt, ich will mich nicht aufdrängen. Nein. Wieso nicht? Finde ich toll. Ja, das ist wirklich toll. Danke. Alter, und wann? Also, ich habe um 5 Schluss. Schluss. Aber, da könnten wir es doch mal miteinander versuchen und sehen, wie es läuft. Okay, um 5. Bitte, ich mach das nicht, weil Sie so hübsch sind. Ich hab schon Ja gesagt. Oh. Sozialdienst? Nein. Die werden Sie baden. Baden, baden. Ich kann selbst baden. Die werden Sie baden, Ihre Kleiderlaken und Handtücher waschen und das Haus gründlich putzen. Nicht die Caritas, nein. Herr Hopf, es wäre wirklich sinnvoll zu sehen, ob sich Ihr Problem dadurch verbessert, bevor wir etwas versuchen, das invasiver wirkt. Als Ihr Arzt kann ich Ihnen nur empfehlen... Arzt, was wissen Sie denn? Haben selbst Angst vor einem kleinen Tropfen Blut. Ich weiß nur, dass Sie bis zum Himmel stinken. Der Sozialdienst. So schlimm? Na gut, Doktor. Versuchen wir es. Wir haben gewonnen. Ich kann selber gehen. Doktor. Hallo. Moin, Doktor. Na, wie lebt sich so als Radiostar? Oh, du hast dir das angehört. Wie konnte ich nur für die ganze Woche zusagen? Ach komm, das ist doch ein Karrieremanöver. Ein Karrieremanöver? In Neuhallinger See, wohl kaum. Danke. Entschuldige bitte, ich spreche ja nicht von dir. Dein Posten hier als Schuldirektorin, das hast du fantastisch hingekriegt. Schon gut. War nicht so gemeint. Oh, ey. Hallo, Doktor. Na, alles klar? Pheromone. Jetzt Gas und Kupplung kommen lassen. Sehr schön. So, jetzt hoch in den zweiten. Sehr gut. Er mag sie. Achtung. Achtung. Alles gut? Ja. Das war prima reagiert. Danke. Wer war das denn? Ich, keine Sorge, darum kümmere ich mich. Ja. Ich will ja nicht arrogant klingen, aber die ganze Nummer mit Heide Linde ist einfach zu absurd. Während ich da hocke und die Vorzüge von bescheuerten Schiebefenstern preise, verschwindet die einfach aufs Klo. Mitten in der Sendung. Was meinst du damit? Ach komm, das weiß doch jeder bei der Fahne. Stell die Kissen einfach hier ab, meine Sekretärin bringt sie gleich in mein neues Büro. Ich will damit nur sagen, dass Heide Linde Hilfe braucht, sonst nichts. Mach's gut, Erik. Der hat einen tollen Blick. Es soll was ganz Besonderes werden. Eine Überraschung. Sehr romantisch, besonders bei Sonnenuntergang. Ja, aber ist das nicht ein bisschen zu offensichtlich? Auf keinen Fall. Der vielleicht. Der ist ein bisschen weniger... Entschuldigung. Was ist denn, wenn ihr kühl wird? Da könnten wir doch hier vielleicht einen Heizstrahler. Natürlich. Aber vielleicht doch lieber der. Der ist der Richtige. Fein, dieser Tisch. 7:30 morgen Abend für 2. Sehr schön. Hallo. Hallo, Thea. Hallo, Thea. Ist der frei? Der ist frei. Der ist frei. Was darf denn sein? Mineralwasser. Bring mir bitte eine große Flasche. Mit 2 Gläsern. Na klar. Hallo, Thea. Hi. Ich bin so froh, dich zu sehen.
Hattest du einen schlechten Tag? Du, die drehen alle um mich rum durch, ich kann dir sagen. Wirklich? Heidelinde? Hast du schon eine Flasche Wein bestellt? Ach, für einen kalten Chablis könnte ich jetzt morden. Ich trinke heute Abend nicht. Bist du auf Diät? Du siehst sehr... Schläfst du vielleicht schlecht? Ich brauche keine medizinischen Ratschläge, Tia. Ich habe morgen einen Termin beim Arzt. Was ich jetzt brauche, sind ein paar Gläschen Weißwein. Hallo? Momentan trinken alle so viel, findest du nicht? Vielleicht sollten wir einfach mal einen Tag aussetzen. Was meinst du jetzt mit alle? Ich mache mir Sorgen. Ich bin diejenige, die sich Sorgen machen müsste. Weil Albert mich gerade verlassen hat. Und weil ich mich fühle wie ein Stück Dreck. Nein, ne? Das habe ich nicht gewusst, Heidelinde. Das tut mir wirklich leid. Und wenn du nicht so verdammt besorgt um mich wärst, dann würden wir zusammen eine Flasche Wein trinken. Das machen nämlich normalerweise alte Freundinnen miteinander. Aber dich interessiert es überhaupt nicht, was ich... Ja, also gut, dann sage ich dir jetzt als deine alte Freundin. Ich hatte heute den Eindruck, dass du dich im Radio anders angehört hast als sonst. Und zwar ein bisschen wackelig. Ach, und da wolltest du mir auf die Schulter klopfen und sagen, werd doch mal nüchtern wie alle anderen. Heidelinde. Ja, vielen herzlichen Dank. Gib dir mal deine Moralpredigt in Zukunft für deine Neunjährigen auf. Trocknen Weißwein hätte ich gern noch. Sehr gern. Heidelinde? Albert? Nein, ich bin's, Marc. Ach, Marc, was wollen Sie? Ich habe mich gerade hingelegt. Oh, Entschuldigung, dass ich Sie wecke, aber können wir uns mal kurz unterhalten? Was gibt's denn? Nur ein kleiner, wohlgemeinter Rat. Es wäre nicht schlecht, ein bisschen aufzupassen, wenn man einen zu viel im Tee hat. Meine Devise lautet, bleib lieber bei Fruchtsäften, wenn man noch fahren muss. Sie jetzt nicht auch noch? Heidelinde, Sie haben mich heute beinahe von der Straße abgedrängt. In meiner Eigenschaft als Polizist, da sind mir ein paar Dinge zu Ohren gekommen. Was denn für Dinge? Und von wem? Es ist mir leider nicht gestattet, meine Quellen offenzulegen. Dann hauen Sie doch einfach ab. Heidelinde? Und da sind wir wieder mit Guten Morgen, Friesland. Unser nächster Anrufer ist Gerd Breitens. Guten Morgen, Gerd. Wie lautet Ihre Frage? Wenn Sie möchten, dass die Arbeit ordentlich erledigt wird, wenden Sie sich an die Profis. Breitens und so. Danke, Gerd. Hattest du auch noch eine Frage? Ja, habe ich. Und zwar an dich, Heidelinde. Wann fährst du heute nach Hause? Ohne Witz jetzt, ich will nur sicher gehen, dass ich nicht auf der Straße bin, solange du unterwegs bist. Frau Tadlitz. Gestern war eine Patientin von mir hier und Sie haben ihr das Fluconazol verweigert. Ja, es tut mir leid, aber sie war bereits 5-mal da und da habe ich gedacht, dass Sie vielleicht... Vollkommen richtig. Auch in Zukunft geben Sie ihr kein Fluconazol ohne Rezept. Ach so, das heißt, ich brauche mich gar nicht zu entschuldigen. Nein. Und wenn sie sich beschwert, dann zögern Sie nicht, sie an mich zu verweisen. Doktor, wäre das jetzt nicht ein wunderbarer Moment, mal gemeinsam in die Fachzeitschriften zu schauen? Ist im neuen Journal für gynäkologische Endokrinologie ist ein hochinteressanter Artikel über... Medikamentöse Therapie der... Nein, ich muss in die Praxis. Schönen Tag noch. Der Endometriose. Heidelinde, wir wollen oben anstoßen. Wiebke wird heute 21. Ach, komm schon, Gerd, redet doch bloß heiße Luft, das weiß doch jeder. Bei dem ist so viel Luft in der Leitung, ehe du dich versiehst, hast du kein heißes Wasser mehr. Stimmt nicht ganz. Einmal hat er das heiße Wasser hingekriegt. Ah, die Dicknadelskelette.
Hallo, Wiebke. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Na dann, auf die Kür. Auf dich. Na dann amüsiert euch nochmal noch schön. Herein. Frau Kapell ist da. Danke. Heidelinde, danke, dass Sie gekommen sind. Bitte nehmen Sie Platz. Ich komme noch mal wegen des Rezeptes. Das ist dieser Pilz, lässt sich aber harmlos. Stimmt. Allerdings, wenn er so häufig vorkommt wie bei Ihnen, ist er nicht harmlos. Das war jetzt 2 oder 3 Mal. Frau Tadig sagte 5 Mal in den letzten Wochen. Was ist denn mit Ihrer ärztlichen Schweigepflicht? Kann mir keiner verbieten, woanders hinzugehen, mir da mein Fluconazol zu holen. Das ist richtig. Waschen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und Seife. Verzeihung? Es wäre besser, wenn Sie dort keine Seife zum Einsatz bringen. Ich werde es mir merken. Weitere Symptome? Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber Sie nuscheln häufig. Ich weiß, wie meine Stimme klingt. Ich arbeite schließlich beim Radio. Ich möchte mal in Ihren Mund schauen. Was? Candida albicans, der Pilz, um den es hier geht, kann auch im Mund vorkommen. Sie haben getrunken. Das wollten Sie also wissen. Erstmal kümmere ich mich um den Pilz, dann um den Alkohol. Den Alkohol? Ich trinke auch nicht mehr als jeder andere. Trinken Sie manchmal gleich am Morgen, um die Nerven zu beruhigen oder einen Kater zu bekämpfen? Nein, mit Sicherheit nicht. Ärgert es Sie, wenn andere Ihre Trinkgewohnheiten beobachten oder kritisieren? So, jetzt reicht's ja. Wie kommen Sie eigentlich dazu, mir dermaßen unerhörte Fragen zu stellen? Noch dazu über eine Sache, wegen der ich gar nicht hier bin. Das heißt also ja. Schon mal was von freier Arztwahl gehört, Herr Doktor? Von der mache ich jetzt Gebrauch. Sie haben wirklich einen Draht zu den Leuten, Doktor. Der nächste, bitte. Tut mir leid wegen gestern. Frieden? Das war doch der Rahmen, in dem wir nachsitzen mussten, weißt du noch? Weil wir diesen Visa noch mal in die Mülltonne gestellt haben. Und dann dieses schwere Teil auf den Deckel gepackt haben, damit er nicht rauskommt. Meine Güte, waren wir grausam. Ich hab das mit Martin nur gemacht, weil er dich geküsst hat. Was? Hat er was gesagt? Wer jetzt? Martin. Du hast gesagt, hast du nicht gerade gesagt? Martin Kröder, der in der Mülltonne. Ach so. Ach so, der Martin. Das ist also der Grund, warum du so kühl zu mir warst. Ich war nicht kühl. Und überhaupt war da nie was gewesen. Nein? Nein, wirklich. Höchstens ein paar Momente. Na, nicht mal. Eher ein einziger. Winziger Moment. Oh mein Gott. Moin, Heidelinde. Ich weiß, Marc. Ich bin im Moment einfach nicht so gut drauf. Es tut mir leid. Ihr Fahrverhalten lässt den dringenden Verdacht zu, dass Sie Alkohol zu sich genommen haben. Marc, ich bin's, Heidelinde. Würden Sie bitte die Zündung ausstellen und den Wagen verlassen? Mein Gott, Marc, ich habe nicht getrunken. Es war genau ein Glas Sekt. Was ist denn plötzlich mit euch allen los? Wann haben Sie das letzte Mal Alkohol zu sich genommen? Keine Ahnung, vor ein paar Stunden. Gut. Ich fordere Sie hiermit auf, einen Alkoholtest zu machen und weise darauf hin, dass eine Weigerung zur Festnahme führt. Ich fasse es nicht, was Sie da gerade abziehen, Marc. Ich weiß.
Ich zeige Ihnen jetzt das Atemmessgerät, das ich verwenden werde und wie es funktioniert. Das gibt's schon hier. Das ist das Mundstück. Oha. Dr. Martin wird gleich hier sein. Na, dann wird ja alles gut. Kann ich Ihnen was bringen? Wasser, kalt. Ah, ich glaube nicht, dass ich Ihnen Wasser geben darf. Könnte den Bluttest beeinflussen. Was würden Sie mir denn dann gerne bringen, Marc? Gut, dass Sie da sind. Sie wollte Wasser. Aber ich dachte wegen dem Bluttest. Heidelinde. Dr. Helling. Geht es Ihnen gut? Versuchen Sie etwa witzig zu sein? Ich werde Ihnen jetzt etwas Blut abnehmen, auf Anordnung der Polizei. Oh, na dann, bitteschön. Haben Sie frisch gestrichen, Marc? Was ist das? Ist das Lack? Ich habe es auch schon bemerkt. Aber ich dachte, es sei Nagellack. Es könnte allerdings auch mein neues Rasierwasser sein. Sie wissen schon. So, drücken Sie bitte. Jetzt kann sie ein Glas Wasser haben. Es geht Ihnen nicht gut. Ich werde noch ein paar Tests durchführen, wo ich schon mal hier bin. Schauen Sie bitte auf diesen Kugelschreiber. Sparen Sie sich Ihren Hokuspokus. Sie sind nicht mehr mein Arzt. So, und jetzt möchte ich bitte nach Hause. Ich kann dafür sorgen, dass Ihr Wagen abgeschleppt wird, aber Sie dürfen nicht... Können Sie mich dann wenigstens nach Hause fahren? Ich fürchte, ich darf das Revier nicht verlassen. Ich habe... jemand kommt. Ein Date. Ein Termin. Ich kann Sie mitnehmen. Ah, nein, danke. Da laufe ich lieber. Oh, oh, oh. Heidelinde. Hallo. Kommen Sie. Hin. Herr Hopf ist auf dem Weg hierher. Und? Die Pflegetanten sagen, es ist genauso schlimm wie vorher. Trotzdem können Sie nicht einfach gehen. Ich gehe, weil ich eine Aromatherapielampe hole und Duftöl. Gute Idee. Charité, Professor Nielsen? Helling. Ah, Helling, wie geht's Ihnen da draußen in Neuharling Asyl? Naja, wo auch immer. Was kann ich denn für Sie tun? Ein alter Mann um die 70. Er sondert den abscheulichsten Geruch ab, der mir je untergekommen ist. Hm. Ja, Sie sind doch der große Diagnosespezialist. Gibt es denn irgendwas Auffälliges in der Krankengeschichte? Nichts. Und alle offensichtlichen HNO-Infektionen konnte ich ausschließen. Hm. Ja, na ja, dann schicken Sie doch einfach mal eine Putzkolonne hin. Das hat nicht funktioniert. Er ist deprimiert. Sein Kanarienvogel ist weggeflogen. Ja, wonach riecht es denn? Ammoniak? Also Ammoniak zusammen mit Depressionen, das könnte die Leber sein. Nein. Gut, was ist mit Früchten? Der Geruch von Früchten, also Aceton, dazu Durst, Pilzinfektionen, also Candida albicans, das könnte auf einen erhöhten Blutzuckerspiegel hindeuten. Paula, rufen Sie das forensische Labor der Polizei an. Hallo? Sie sollen Heidelinde Kapells Blutprobe auf Glukose untersuchen. Sofort. Wir haben einen Patientenstau.
Jetzt machen Sie erstmal den Anruf. Jetzt, ja? Tut mir leid, Doktor. Ihre Tabletten sind der größte Mist. Ich huste mir weiterhin die Seele aus dem Leib. Sie haben die Behandlung gerade erst begonnen. Das sind Antibiotika, die muss man komplett einnehmen. Ja, ich lese Zeitung. Ich weiß doch, wie die Pharmabosse das machen. Die zahlen sie doch, damit sie die neuen Drogen an armen Teufeln wie mir ausprobieren. Und überschütten sie dafür mit Computern und mit fischen Abendessen, mit Hostessen etc. Kommen Sie erst bitte dann wieder, wenn Sie die verschriebene Medikation beendet haben. Helling? Frau Kapell, Glukose, ja? Das ging ja schnell. Wie hoch? Ruhe. Nein, nicht Sie, ein Patient. Wie hoch? Sind Sie sicher? Gut, ich kümmere mich drum. Vielen Dank für den Anruf. Paula! Herr Randberg, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich die Untersuchung abbrechen muss. Gehen Sie nach Hause, nehmen Sie Tabletten, trinken Sie viel und studieren Sie weiter den Inhalt Ihrer neurotischen Zeitung. Paula, ich muss noch mal los zu einem Hausbesuch, ein Notfall. Hallo, da warten Patienten. Geben Sie ihm neue Termine, aber zuerst rufen Sie Frau Tadix an. Sie soll 10 Einheiten Insulin vorbereiten. Ich bin genau 4 Minuten bei ihr. Tschüss. Herr Radberg. Ich habe beim Sender eine Nachricht hinterlassen, dass ich vorbeikomme. Das ist bestimmt ausgegangen. Wahrscheinlich runter in die Kneipe. Wo ist sie? Sie ist nicht da. Was ist denn los? Sie muss da sein. Ich habe sie erst vor einer Stunde hier abgesetzt. Sie war in keiner guten Verfassung. Heidelinde! Habt ihr es hinten versucht? Zu. Dann müssen wir einbrechen. Das ist nicht ein wenig übertrieben. Martin. Heidelinde, ich bin's, Dr. Helling. Kann ich irgendwas tun? Ruf den Notarzt an. Sag ihnen Verdacht auf Ketoazidose. Ich gebe 10 Einheiten Insulin subkutan. Insulin? Sie ist doch keine Diabetikerin, oder? Sofort, bitte. Telefon. Heidelinde, ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze. Ist nur ein kleiner Piekser. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, ob Sie meine Nachricht bekommen haben, aber ich dachte, ich spreche noch mal persönlich mit Ihnen. Nachricht? Na ja, wegen der Fahrschule. In Jever. Ja? Nee. Das war die Gelegenheit, ganz kurzfristig einen Platz im Intensivkurs zu kriegen. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Natürlich. Das macht doch Sinn. Blitzschnell den Führerschein machen und dann ab die Post. Meinen Sie nicht? Eine so gute Gelegenheit, die müssen Sie wahrnehmen, das ist ganz klar. Na dann, man sieht sich. Mark, Sie haben ein Problem. Na, sagen Sie was, Doktor. Ihr Atemmessgerät, wie alt ist das? Was? Keine Ahnung. Ich glaube, schon vor meiner Zeit, glaube ich. Einige der alten Messgeräte nehmen bei Diabetikern Ketone auf und zeigen dann falsche Ergebnisse an. Der Nagellackgeruch, Ketone, die hat ihr Messgerät registriert, keinen Alkohol. Heidelindes Blutzuckerspiegel war so hoch, sie hätte daran sterben können. Schaffen Sie sich endlich ein Gerät an, das funktioniert. Was funktioniert schon, Doktor? Was funktioniert? Was funktioniert? Tut mir leid, ich kenne die neuen Modelle nicht. Aber trotzdem vielen Dank für den schnellen Glukosetest. Er hat Heidelinde das Leben gerettet. Hallo, hier ist Don Donnelly. Don Donnelly von der Polizei. Ja, habe einen Tisch reserviert für 2 heute Abend. Möchte ich bitte absagen. Ich habe doch gesagt, dass ich sauber war. Sehr gut, Herr Hopf. Bitte kommen Sie. Nehmen Sie Platz. Es tut mir so leid, Doktor. Nicht Ihre Schuld, Herr Hopf. Die beiden Damen sind Gold wert, aber gebracht hat's nichts. Naja, meine Fußnägel sind jetzt gestutzt. Herr Hopf, ich schicke Sie nach Blomfeld ins Krankenhaus. Dort müssen Sie für eine Weile bleiben. Zur Beobachtung. Schönen Abend, Doktor. Machen Sie es gut, Herr Hopf. Nicht so, Herr. Herr. Ich.
Rufen Sie im Krankenhaus an und reservieren dort ein Bett für Herrn Hopf und geben Sie diese Untersuchungsergebnisse ein. Kein Problem. Ach, blödes Ding. Oh. Ich habe hier irgendwo Streichhölzer. Oh. Oh. Liebe Freunde, nee, also wirklich jetzt. Oh. Herr Hopf, kann ich mir bitte einen Blick in Ihre Tasche werfen? Freddy. Doktor? Albert Capell. Heide Lindesmann. Ich erinnere mich. Ja, tut mir leid, ich war etwas daneben. Wie geht es ihr? Sie lebt, dank Ihnen. Thea hat mich angerufen und mir alles erzählt, was passiert ist. Vielen Dank. Gut. Ja, sie liegt hier, Zimmer 14. Immer noch genauso stur wie vorher. Aber dagegen gibt's wohl keine Pillen, Herr Doktor, was? Nein, ich fürchte nicht. Und Sie sind wohl auch die denkbar unpassendste Person, die man danach fragen könnte. Tut mir leid, sollte ein Scherz sein. Natürlich. Ach, ja. Natürlich.